Hallo Kinder, ich grüße euch aus dem Clubraum. Ich wollte eigentlich gerade mal, weil wir leider kein Training heute machen können, unsere Klamotten auf Vordermann bringen. Und dann habe ich nämlich etwas gefunden, was bei uns vom Spind lag. Und das zeige ich euch mal jetzt hier. Oh, ein großer Sack vom Weihnachtsmann. Und da würde ich jetzt einfach mal reingucken. Also anscheinend hat uns der Weihnachtsmann, sieht man den, zurückgeschrieben. Also, oh Gott, ich will vorlesen. Liebe Kinder, ich danke euch für eure Grüße. Ich habe mich riesig gefreut. Einige eurer Wünsche kann ich leider nicht erfüllen. Den Coronavirus kann ich nicht wegzaubern. Damit haben wir hier im Norden auch zu kämpfen. Und wie ich gehört habe, wird es leider auch bei euch jetzt Einschränkungen geben. Mir hat aber sehr gut gefallen, dass ihr so viel Spaß am Sport habt und dass ihr gerne Tore schießt. Als kleinen Lichtblick habe ich euren Trainern schon mal 2 weihnachtliche Fußbälle mitgeschickt, mit denen man extra viele Tore schießen kann und die man zur Not auch im Schnee sehen kann. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr damit im Januar wieder starten könnt. Boah. Im weihnachtlichen Rot. Wie cool ist das denn? So, was schreibt er hier weiter? Liebe Carlotta, das mit dem Waffeln ist eine sehr gute Idee. Das habe ich auch jahrelang auf unzähligen Turnieren beobachtet. Auch bei euch im Verein. Und dabei habe ich heimlich die ein oder andere Waffel genascht. Da muss ich mal gucken. Okay, Waffeln gibt es auch. Lieber Tim, nicht jeder Fußballer wird ein Profi, aber man sollte immer versuchen, alles zu geben. Wichtig ist, das gilt auch für alle anderen, habt immer Spaß und Freude an dem, was ihr tut. Ihr habt euch auch ganz viele Turniere und Spiele gewünscht, um mehr Tore zu schießen. Ein paar Spiele macht ihr ja schon im Training und sogar am Wochenende, habe ich gehört. Zwar in kleinen Gruppen, aber mit viel Spielzeit und Bewegung. Damit ihr im Sommer dann auch super ausseht, habe ich euch einen neuen Trikotsatz in Christengelgold und mit roten Weihnachtsmannstreifen geschickt. Komplett Weihnachtsmannrot war schon alle, haben mir die Elfen gesagt. Ich hoffe, er gefällt euch. Was haben wir noch? Oh, schneeweiße Hosen. Cool! Was ist hier noch? Ah, hier. Ach, und Emil. An die anderen Geschenke werde ich natürlich auch denken, aber da habe ich ja noch ein paar Tage Zeit, schreibt er hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fußball und ein schönes Weihnachtsfest. Euer Weihnachtsmann. Ja, das ist ja mal cool. Also dann freue ich mich, dass wir dann bald, hoffentlich bald im Januar wieder loslegen können und die neuen Sachen dann auch ausprobieren können. Ja? Ich werde dann mal unten den Schrank jetzt weiter aufräumen. Ja? Ciao Kids. Tschüss.